Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, wir waren schon fleißig einkaufen. Ich habe den Foodhaul aber nicht abgedreht, weil wir waren bei Kanada und das Gemüse war so grottenschlecht. Also das war auf jeden Fall noch von Freitag oder so, weil die Paprika ist schon richtig eingegangen und deswegen haben wir nicht so viel geholt. Ja, Lina hat Knete bekommen. Ich habe ja ihre alte Knete weggeschmissen. Sie hat hier von Play-Doh Knete bekommen. Das ist jetzt hier mit Glitzer. Wenn ich wüsste, dass es einen Knetkalender gibt, hätte ich auch einen Knetkalender. Zu Weihnachten. Ja, ich habe es schon gezeigt an dem. Und ich habe dann noch eine Packung geholt. Bei Müller gibt es übrigens 2 Wochen lang ab dem 16. 20% auf alle Spielzeuge und Disney-Filme und so, glaube ich. Ich denke mal, das gilt auch auf bei Adventskalendern. Und ich habe einmal diese Packung geholt. Da sind jetzt 8 Stück drin. Und bei dem anderen waren 6. Das willst du? Lina, du hast doch eins an, nee, Jim. Ja, ich muss jetzt staubsaugen und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that So ihr Lieben, ich koche jetzt und zwar Nudeln mit Käse-Sahnesoße. Da kommt Salz, Pfeffer braucht ihr dafür, Zwiebeln, Gouda. Dann habe ich hier Hühnchenbrust klein geschnitten. Wir brauchen Schmelzkäse, Öl, dann brauchen wir Erbsen und Schlagsahne. Das war's auch, genau. Also Nudeln, Schmelzkäse, geriebener Gouda, Schlagsahne, Öl, Zwiebeln, Erbsen, Wurst. Salz und Pfeffer. So. Ja, ich koche jetzt schnell. So understand what we could do. Around the world, say to Peru. We lie in bed till it's PM. Eating breakfast when it's dark again. Let us be partners in crime. You and me as Bonnie and Clyde. We'll dance along in the afterglow. We'd be a song on the radio. Das Essen ist jetzt fertig. Das sieht sowas von lecker aus. Ich kann es nur empfehlen und das ist innerhalb von 20 Minuten fertig. Eigentlich tue ich die Soße oben drauf, aber Audar ist immer noch nicht da. Der ist ja beim Fußball. Ja, jetzt muss ich auf ihn warten. Ich hoffe, das schmeckt dann trotzdem noch.
So, ihr Lieben, wir waren gerade draußen, wir waren in der Stadt ein bisschen bummeln. Ich habe für Lina dieses Sticker-Album gekauft. Das ist total cool. Das ist so ein Sticker-Album mit Tieren. Also das ist sozusagen. Lina, komm, wir zeigen mal ein Sticker-Album. Und die Sticker kann man dann da so schön einkleben. Total, ey, total knuffig, oder? Soll ich es auch machen? Bitte schön. Gestern am Mama in Berlin. Genau, wir waren auf jeden Fall in der Stadt, haben aber nichts gekauft, wir waren nur bummeln. Oh, dann wollte ich eine Lederjacke kaufen, aber hat nichts gefunden. Dann habe ich von Rossmann dieses. Ich habe halt voll den Sprachfehler. Auf jeden Fall habe ich von Rossmann diese Zeitschrift bekommen. Und Leute, schaut mal, wie süß, wenn man einen Adventskalender basteln möchte. Sind hier dazu Sticker drin, hier von den frechen Freunden. Total knuffig, also wenn man ein eigenes bastelt. Okay, komm, ich gebe dir jetzt Mama. Komm, komm. So, ich habe jetzt Lina was gegeben. Übrigens muss ich noch bügeln, total schlimm. So, dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar dieses schöne Set hier. Ich zeige euch das mal. Sieht das nicht schön aus, Leute? Ich verlinke euch den Namen von dem Shop unten. Da sind Schüchen dabei, ein Haarband, ein Buddy und ein Kleid. Das ist jetzt Größe 68, glaube ich. Total schön. Ich habe mich verliebt. Ich bin mal gespannt. Das ist 100% aus Baumwolle. Genau. Made in Turkey. Und ich finde das total schön. Ich durfte mir eins aussuchen. Für eine Freundin, die schwanger ist. Und ja, ich finde das total, total schön. Das sind auch schöne Buddies von 1 bis 12 Monate gibt es Buddies. Also ein ganzes Jahr lang. Und ich finde das so schön. Leute, findet ihr das Kleid nicht schön? Ja, ich bin auf jeden Fall verliebt. Ich muss das nach oben tun wieder. Weil als Lina das erste Mal gesehen hat, wollte sie das direkt ihrem Baby anziehen. Typisch Kinder, ne? Ja, ich habe jetzt die H&M-Zeichnung bekommen. Jetzt Zeichnung, Zeitschrift. Ich wollte mir die mal ein bisschen durchlesen. Und dann mal schauen. Also ich habe heute draußen nicht gefilmt, weil wir keine Lust hatten. Wir haben wieder den Tag genossen. Und wir waren Sushi essen, total lecker. Und wir haben nur 20 Euro bezahlt für 4 Sushi-Rollen. Plus 3 Getränke. Weil der Laden gehört einem Freund von uns. Ja. Ich denke mal, der hat uns ein Angebot gemacht, obwohl er das nicht machen sollte eigentlich. So, ihr Lieben, es ist hier gerade eine Mücke reingeflogen. Ich habe die jetzt im kleinen Zimmer eingesperrt, weil die so neugierig war und ins kleine Zimmer reingeflogen ist. Pech gehabt, würde ich mal sagen. Ich habe voll Angst. Also ich wollte nur den Staubsauger rausholen, damit ich die staubsaugen kann. Aber sie ist dann ins kleine Zimmer reingeflogen. So, jetzt werde ich das Badezimmer sauber machen ein bisschen. Und danach geht Lina schlafen. Das Badezimmer muss ich sauber machen, ja. Ja. Ach, ich habe den falschen Spray geholt. Ich wollte eigentlich hier Himbeeressig und einmal brauche ich den Glasreiniger. Und ich brauche Küchenrolle. Ich mag das nicht mit dem Lappen im Badezimmer zu arbeiten. Ich ekel mich total. Wie ist das bei euch? Ekelt ihr euch auch vor dem Lappen oder benutzt ihr mal wieder denselben Lappen und wäscht ihn dann in der Maschine? Ich ekel mich irgendwie, keine Ahnung wieso. Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold.